hingestellt. Schöner Leben ohne Nazis. Wir müssen uns gegen die Nazis stellen. Die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Das machen die von morgens bis abends. Und ich habe an meinem ersten Interview, das ich auch nach dem Urlaub gemacht habe, am 5. September gesagt, bei dieser Geschwindigkeit werden wir das nicht mehr beherrschen. Dann war sofort die Gegenreaktion von Linken und von Grünen. Er erzählt, das Boot ist voll, habe ich gar nicht gesagt. Ich sage, in der Geschwindigkeit geht das nicht. Und sofort wird man in die rechte Ecke, in die Brandsitze werfen, gestellt. Die Linken haben gehörigen Anteil daran und die Grünen auch, dass wir die Diskussion jetzt haben. Und weil jeder, der irgendwas sagt, ist sofort ein Rechter. Honey, das kann man so nicht. Du, Honey, du, ich find dich crazy. Komm und sei doch lieb zu mir hier. Und ich muss dir auch gestehen, du bist schön. Da fällt sie gerne rein. Auf die Süßholzraspelei. Komm und sei. Komm und sei. Holt mein Kapitän. Ich bin dein Kapitän. In die Wanne passen zwei. Ganz genau, da passen zwei. Du, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Schon mit, ich bin schon drin. Du, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Mach dich frei. Bin schon dabei. Huh. Und ich habe die Angst, dass jeder Staat schon kapituliert. Und ich habe Angst, dass dieses hier ganz böse Folgen hat für meine Kinder und Kindeskinder. Und dass die das mit Leid und Tränen ertragen müssen und ausbaden müssen. So, vielen Dank, das sind meine Sorgen und Ängste. Und bitte, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie die Grenzen dicht. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht so richtig wissen, was soll eigentlich Leitkultur sein. Und ich glaube, dass wir als CDU dort enorm gefordert sind, dass Leitkultur das ist, was wir uns vorstellen. Rechtsstaatlichkeit. Ein klares Bekenntnis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. All das, Frau Bundeskanzler, muss ich Ihnen sagen, hier habe ich das Gefühl, und hier haben auch die Mitglieder meines Ortsverbandes das Gefühl, dass die Partei von Ihnen und Herrn Tauber nicht mehr unsere CDU ist. Ich bin der Meinung, Sie haben in dieser Frage versagt. Sie wissen nicht, wer kommt. Sie wissen nicht, wie viele kommen. Sie wissen nicht, wie viele schon hier sind. Und dieser Zustrom muss beendet und gedrosselt werden. Ich bin der Meinung, Sie haben den Machtanspruch unseres Staates und den Rechtsstaat ohne Not aufgegeben. Wir haben mittlerweile zweierlei Recht in Deutschland. Ein Recht, was für illegale Einwanderer gilt und ein Recht, was für den normalen Deutschen hier gilt. Und ich bin der Meinung, wenn wir diese Prozesse nicht stoppen, wird Deutschland in eine nationale Katastrophe schlittern. Feldbetten, Medikamente, Nahrung, Kleidung, Unterkünfte, Betreuung. Betreuungsfaktor, ein ganz wichtiger Punkt, vor allem weil viele Nichterwachsene kommen, zum Teil allein. Die Wirtschaft, Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas etc. verdienen sich, soweit ich im Internet gesehen habe, an der Zuwanderung Unsummen. Ja, die Zuwanderung kurbelt die Wirtschaft an. Die Reichen werden durch die Zuwanderung noch viel reicher und der deutsche Michel bezahlt die Zeche. Das ist der eine Aspekt. Warum eine Versorgung der Menschen in ihren Herkunftsländern politisch ganz offensichtlich nicht gewollt ist. Der zweite Aspekt ist, gewisse Kräfte in Deutschland, vor allem Angela Merkel, wollen ein anderes Deutschland schaffen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn ihr fassungslos vor diesen ganzen Ereignissen steht, fragt euch, was geht da ab? Das dürfte einer, wenn nicht der Schlüsselfaktor überhaupt sein. Angela Merkel will ein anderes Deutschland schaffen. Und die Kräfte hinter ihr. Sie wollen durch eine gewaltsam herbeigeführte Überfremdung und Islamisierung Europa grundlegend verändern. Sitzt vielleicht mancher da und fragt sich, ist das nur eine spinnerte Verschwörungstheorie des Jakob Czarnke? In einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen vom vergangenen Sonntag, 4. Oktober, wird Horst Seehofer mit den Worten zitiert,
Die Kanzlerin hat sich meiner Überzeugung nach für eine Vision eines anderen Deutschlands entschieden. Und diese Vision wird mit aller Teufelsgewalt, und wenn ich sage Teufelsgewalt, dann meine ich ganz wörtlich Teufelsgewalt, umgesetzt. Aber hat sie uns gefragt, ob wir ein anderes Deutschland wollen? Nein, wissentlich und willentlich macht sie eine Politik gegen ihr eigenes Volk. Dass nun von verschiedenen Seiten Strafanträge gegen sie eingeleitet werden, ist meines Erachtens die richtige und notwendige Konsequenz auf ihr Verhalten. Die AfD erstattet zum Beispiel Strafanzeige gegen Angela Merkel wegen bandenmäßigen Schleusertums. Warum? Und formalrechtlich, wenn es mit Recht und Ordnung zugeht, müsste dieser Strafanzeige stattgegeben werden. Wenn irgendwelche Schleuser Leute, Zuwanderer, mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland fahren, werden sie als Schleuser verhaftet und bestraft. Wenn Angela Merkel, was meines Wissens bis zum heutigen Tag mehr oder weniger täglich geschieht, mit Sonderzügen 3000 Zuwanderer aus Österreich nach Deutschland fahren lässt, soll das legal sein. Weil sie es im großen Stil betreibt als Kanzlerin, wofür der einzelne kleine Mann bestraft wird. Bandenmäßiges Schleusertum. Ich könnte jetzt viele Beispiele dafür verwenden, aber dafür reicht die Zeit nicht, dann sitzen wir um drei noch. Als einziges Beispiel will ich Ihre mantraartige Wiederholung der völlig wirklichkeitsfremden Parole "Wir schaffen das" nennen. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Also das werden wir schaffen, jetzt alle miteinander. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Und dafür müssen wir noch viel arbeiten. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Zudem habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir das nicht hinkriegen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Es läuft, ich mache mir keine Sorge. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Völlig wirklichkeitsfremd. Wir schaffen es definitiv nicht. Der Main-Taunus-Kreis hat dieser Tage Katastrophenalarm ausgelöst. So sieht "Wir schaffen das" in der Realität aus. Ich muss doch noch ein Beispiel an dieser Stelle einfügen. Das kam auf YouTube schon vor zwei Wochen oder drei. Eine SPD-Politikerin sprach auf einer SPD-Veranstaltung in Berlin. Und sie war offensichtlich für die Koordination in München wesentlich zuständig. Und jemand hat es mitgeschnitten mit dem Smartphone. Geht ja heute alles. Die gute Frau redet 5 bis 10 Minuten vor dem ganzen SPD-Oberen der Bundesrepublik. Und die gute Frau ist 5 bis 10 Minuten kurz vor dem Tränenausbruch und vor dem Nervenzusammenbruch. Das ist sicherheitstechnisch nichts mehr am Hauptbahnhof zu stemmen. 7 Millionen, nein, ich rede von Sicherheitsproblemen. Ich rede von Sicherheitsproblemen. Wir stemmen es nicht mehr am Münchner Hauptbahnhof. Wir müssen die Züge vorbei. Wir müssen. Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tage 55.000 Ankünfte am Münchner Hauptbahnhof. 55.000. Und wir konnten die Züge nicht mehr weiterschicken.